Und auch in diesem Rennen steht ein neuer Veranstaltungsrekord vor der Aussicht. Die bisherige Rekordmarke wurde im Jahr 2004, also ebenfalls 10 Jahre alt, von Alten Kessler, SV Würzburg aufgestellt, steht bei 2 Minuten 4,22 Sekunden. Und wenn ich das mal recht im Kopf habe, ich mache Christoph Meyer bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Doha. Das heißt, wer 4:13 schwimmt, kann eigentlich auch um 2 Minuten umschwimmen, müsste auf jeden Fall unter den 2 Minuten, um die 2 Minuten bleiben und klar 2:04 schwimmen können. Also wir können uns, denke ich, auf einen neuen Rekord freuen. Dann schauen wir durch, geht 57,5 und jetzt kommt es eine meiner Hauptstrecke, die groß und die grau. Sprint kommt und der Christoph doch deutlich mehr von den Langstrecken. Ja, und jetzt kann er sich auch absetzen. Heinz, 31,8 geht um einfach 30 Sekunden aus, dann wäre es schon mal 2:01. Christoph hat ja unter 30 Schwimmen. Also da können wir 100% von dem neuen Rekord ausgehen. Die Frage ist noch, wo der Rekord steht. Andere Rekordmarke 2 Minuten 4,22, die wird auf jeden Fall fallen. Und in 2:01:24 und 2:02:31 bleiben sowohl Christoph Meyer als auch Dominik Franke unter dem alten Rekord von 2 Minuten.